Ein Spaziergänger in Köln-Höhenhaus meldet der Polizei einen Müllbeutel in einem Park. Als Paul Richter und Tim Grube hören, dass sich der Sack bewegen soll, sind sie sofort alarmiert. Meinst du das hier? Also ich sehe jetzt nichts, dass es sich bewegt, aber ah, da höre ich aber was. Hallo? Die Polizei? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich lasse erst mal auf der Luft reinkommen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Einmal atmen. Ganz ruhig, atmen, atmen, atmen. Moment, ganz locker, ganz locker. Meine Frau. Ihre Frau? Wo ist meine Frau? Ganz ruhig. Wo ist meine Frau? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Einmal Luft holen, einmal Luft holen. Kommen Sie mal zu sich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sie sind entführt worden. Meine Frau auch. Wo ist sie? Wir wissen ja noch gar nicht, wer Sie sind. Ganz ruhig. Wo ist meine Frau? Ganz ruhig. Atmen. Machen Sie das hier los. Atmen, atmen, atmen. Hast du was von aufzumachen? Ja. Lehnen Sie sich mal an mich an. Einfach hier, okay, einfach ganz hier ruhig. Anlehnen. Ganz ruhig. Einfach hier anlehnen. Gucken Sie mich mal an. Und schön atmen, ne? Okay. Und Luft holen. Ruhig, 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 ruhig. Sonst kommen wir nicht weiter. Okay. Sie, Ihre Frau ist entführt worden. Sie sind der Herr? Bastian Beck. 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 Und Ihre Frau? Und Ihre Frau? Laura Beck. Laura Beck. Beck. Okay. Grönert. Beck Grönert. Beck Grönert. Die ist entführt worden. Okay. Aber ein Lieferwagen. Ein Lieferwagen? Ja. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Also, ganz vorsichtig. Weiß. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Nicht bewegen jetzt. Ja. Weiß, ein weißer Transporter. Ich gehe davon aus, ein Kennzeichen ging zu schnell. Ach, natürlich nicht. Alles gut, okay. Können Sie die Personen beschreiben, die Ihre Frau entführt haben? Die hatten beide Sturmmasken auf. Sturmmasken, okay. Also zwei Personen. Zwei Leute, das war ein, ich weiß nicht, zu denen, das war ein kleiner, das war ein großer, so ein okay. Brecher. Okay, wo war das? City Parkhaus. City Parkhaus. Paul, hast du mit? Kannst du... Vielleicht mal eine Fahndung rausgeben. Ja. Sie müssen sie finden. Ruhig. Können Sie mal dazu sagen, wie das abgelaufen ist? Sie waren im Parkhaus. Ich weiß dazu nicht mehr viel. Ich wurde überwältigt. Aber Sie waren im Parkhaus, standen an Ihrem Pkw mit Ihrer Frau. Ja. Und dann kamen zwei Personen. Das ging so schnell, ich konnte gar nicht gucken. Okay, weißer Transporter, zwei Personen. Ein großer, ein kleiner. Ja. Wissen Sie, was die anhatten? Sturmhaube, mehr weiß ich nicht mehr. Groß und klein, eine breit. Zwei Personen. Da geht es um eine Entführung von einem Ehepaar. Eine Person haben wir ja in diesem Sack zappelt angetroffen. Personen werden beschrieben wie folgt. Einer groß und stämmig, einer kleiner. Beide mit Sturmhauben. Herr Beck, haben Sie irgendwas da? Ein Foto von Ihrer Frau? Das würde uns die Fahndung doch ganz schön erleichtern, wenn Sie da irgendwas hätten. Ein Handy. Vielleicht im Handy. Okay. Handy haben Sie schon mal. Das ist ja schon mal... Da habe ich doch ein Foto von ihr. Nicht verkehrt. Okay. Ja, das sieht gut aus. Da ist meine Frau. Das ist Ihre Frau, okay. Bei einer Entführung fahren wir eigentlich ein Standardprogramm runter. Das bedeutet, wir würden vor Ort natürlich Arnold auf dem Laufenden halten, was wir für neue Erkenntnisse haben. Täterbeschreibungen, Informationen zum Tathergang, alles, was wir vor Ort ermitteln können, leiten wir weiter. Speziell beim Thema Täterbeschreibung ist es wichtig, dass Arnold so detailgetreu wie möglich die Informationen bekommt, damit die eben auch in die Fahndung oder in die Nahbereichsfahndung weiter abgegeben werden können. Gleichzeitig ist Spurensicherung sowie weitere Fahndungsmaßnahmen, die im Hintergrund anlaufen, mit im Boot. Was bedeutet, dass wir letzten Endes nicht alles auf einen Schlag alleine regeln müssen. Wir sollten jetzt noch mal so ein bisschen in die Lageeinweisung gehen. Wir haben hier den Fundort, hier das ist der Park und hier ist das der Tatort, das ist das Parkhaus. Da sollten wir auf jeden Fall über DGL und über DEZ abklären lassen, dass da noch ein Hubschrauber herbeikommt. Wir sollten auf jeden Fall die Kameraaufzeichnungen hier auswerten. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn er mit einem Kleinlaster hier im Grünbeben-Bereich fährt, da muss es doch irgendwelche Abdrücke geben oder man muss doch irgendwie den Weg nachvollziehen können oder nachverfolgen können. Vielleicht, wie du schon sagst, kann man aus der Luft mehr sehen. Mit Sicherheit. Ich gucke noch, ob ich Hunde organisieren kann. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Da kann es natürlich sein, dass wir im Dienstbezirk noch Mantrailer haben. Das wäre natürlich perfekt, ne, für so eine Lage. Haben wir natürlich eine bessere Chance. Da kommt gerade noch eine Videonachricht rein. Stehen Sie einmal auf. Okay. Danke. Die Videonachricht. Warten Sie mal. Du hast eine Stunde Zeit, deine Frau lebendig zu befreien. Das war's das. Du hast eine Stunde Zeit, deine Frau lebendig zu befreien, das war's sonst. Auffällig bei dem Video ist zumindest dem Kollegen Grube sehr, sehr schnell aufgefallen, dass ihr keine Forderung gestellt wurde. Untypisch, wenn ich jemanden entführe,
dass ich kein Lösegeld oder ähnliches haben will. Oder es gibt tatsächlich einen persönlichen Beweggrund, da will jemand Schaden zufügen. Deswegen kamen wir auch als nächstes auf den Trichter, haben Sie persönliche Feinde. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen bei dem Video? Haben Sie da irgendwas erkannt? Haben die Entführer mit Ihnen gesprochen oder? Natürlich haben die nicht mit mir gesprochen, die haben mich niedergeschlagen. Okay. Aber das Video. Weil keine Forderung, das deutet so ein bisschen auf ein persönliches Motiv hin. Die Musik. Die Musik? Die Musik. Okay. Haben die Musik in dem Hintergrund von unserer Hochzeit. Ja. Das war die Musik von unserer Hochzeit. Okay, haben Sie im Moment mit irgendjemandem Stress? Die müssen Sie finden. Herr Beck, haben Sie im Moment mit irgendjemandem Stress? Gibt es jemanden, der Ihnen, Ihnen oder Ihrer Frau was antun könnte, wollte? Überlegen. Was heißt Stress? Aber es gibt da einen Patienten. Einen Patienten? Einen ehemaligen Patienten. Okay. Peter Kempe, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich konnte da nichts für. Ich habe ihm damals gesagt, ja, okay, das wird wieder gut nach deinem Arbeitsunfall und deinem zertrümmerten Bein. Habe ich ihm gesagt, aber dann ist es halt doch nicht so gekommen. Hat richtige Schäden von sich getragen, aber ich war nicht schuld. Okay, nochmal, würden Sie dem der ist verdammt sauer auf mich. Der hasst mich. Vielleicht ist der das. Würden Sie dem das zutrauen? Natürlich traue ich dem das okay. zu. Also was wir jetzt im Nachgang auf jeden Fall machen, ist diesen benannten Patienten, Herrn Peter Kempe, auf die Wache zu bestellen. Logischerweise, weil ich kann sich zur Sache äußern. Arnold wird da bestimmt mehr Infos über ihn bekommen. Wir versuchen jetzt hier erstmal zu schauen, von wo der Sack abgeladen wurde, in dem er sich befand. Und vielleicht können wir da so mal schon ein paar Sachen ausschließen oder einschließen. Wichtig ist jetzt, Funkkontakt zur Wache zu halten, damit die wissen, was wir machen, damit die auf dem neuesten Stand sind. Tom Jonas, und zwar haben wir einen Verdächtigen, der Herr Dr. Beck verdächtigt seinen Patienten, Herr Kempe. Und ich habe ihn schon mal telefonisch vorgeladen, also Herr Kempe. Also kommt er, ja? Müsste jeden Moment kommen. Okay, und wieso verdächtigt er ihn? Hast du da irgendwelche Informationen? Nee, habe ich noch nicht. Nee, okay, ja gut, dann fragen wir ihn selbst. Okay. Alles klar, vielen Dank. Was da los war, ne? Dann kümmere ich mich um die Hubschrauber und die Hunde, genau. Ja? Genau. Wenn der Herr Kempe kommt, dann nehme ich den Empfang, ne? Hier, hast du ihn vielleicht bei mir bekommen. Jo, lassen Sie die Spuren unsauber machen. Bleiben Sie gerade stehen, der Kollege spricht hier mal an. Hallo, die Polizei. Ich hätte mal ein paar Fragen. Ist Ihnen hier irgendwas aufgefallen in den letzten paar Minuten? Nein. Nee? Nee. Haben da hinten jemanden gefunden, in einem Müllsack. Okay. Gefesselt. Okay. Können Sie, Ihnen ist hier nichts irgendwie, ein Verdächtiger irgendwie, irgendwas aufgefallen, ne? Nee, also ich mache meine Arbeit wie jeden okay. Tag. Aber dass da hinten jemand liegt, davon habe ich nichts gesehen. Bekommen. Nee. Ich soll irgendwas gesehen haben. Ich lag doch da vorne. Das ist ja nein. Wie lange sind Sie jetzt schon hier? Also den ganzen Tag schon hier? Ja, seit morgen. Und dass hier jemand einen schweren Sarg an Ihnen vorbeigeschleppt hat, ist Ihnen nicht aufgefallen? Nochmal. Nein, nein, gar nicht. Okay. Gut. Okay. Ich habe gerade darüber gespingst. Da liegen noch Säcke rum, ne? Bleiben Sie mal gerade hier, wir kommen gleich auf Sie zu, ja? Sind die von Ihnen? Von mir. Nee. So, Herr Kempe, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Kommen Sie mal bitte mit. Geht das, ja? Ja, geht. Ja? Okay. Es war nicht so schnell. Oh, geht. Setz dich gerne mal hin. Immer mit der Ruhe, genau. So, Herr Kempe. Wir müssen uns mal unterhalten. Und zwar dringend. Sie wissen wahrscheinlich jetzt gar nicht, um was es geht. So wirklich, ich denke mal, meine Nachbarn, die haben jetzt wieder angerufen wegen meiner Hunde. Nee, passen Sie auf. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Es geht hier um einen Vermisstenfall. Der Herr Beck. Dr. Beck, sagt er Ihnen was? Ja, der Stümper. So, passen Sie auf. Der Herr Beck und dessen Frau wurden entführt. Ja. Ich habe mir so ein paar Hintergrundinformationen geben lassen. Da ging es wohl um eine Operation, glaube ich, ne? Ja. Die nicht so zu Ihrer Zufriedenheit abgelaufen ist. Nee, ich hatte einen Arbeitsunfall gehabt. Ich bin Trockenbauer. Und er hat mich operiert und hat gesagt, ich könnte innerhalb von einem halben Jahr wieder laufen. Und ich habe nur Entzündungen an der Operationsstelle und ich habe nur Komplikationen. Und Sie sehen ja, ich kann ja gar nicht laufen. Ich laufe seit über einem halben Jahr jetzt mit Krücken rum. Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Ja, ich kann mit meinen Tieren nicht mehr spazieren gehen. Deswegen hatte ich auch schon so viele Probleme mit meinem Nachbarn gehabt, weil die Hunde halt viel bellen und so. Und ich bin wirtschaftlich ruiniert durch diesen Mann. Gut. Was ich dem antun würde am liebsten, was der mit mir gemacht hat. Warte mal, Herr Kempe. Ja, die Kollegen vor Ort im Parkhaus haben das Auto von Herrn Beck gefunden.
Ja. Allerdings konnte kein Videomaterial gesichert werden und deswegen haben wir jetzt die Security, also den Herr Burgmann, auf die Wache vorgeladen. Wie, und da konnte kein Videomaterial gesichert werden? Nein, ich kann auch nicht sagen, warum. Aber sowohl gesichtet kann es als auch gesichert nicht, oder was? Nee. Wie kann denn sowas sein, ja, in einem Parkhaus? Eigentlich ungewöhnlich. Okay, aber der kommt, ja? Der kommt. Okay, gut. Danke, Lea. Gerne. Jetzt im weiteren Verlauf werden wir den Herrn Burgmann, den Sicherheitsdienstmitarbeiter des Parkhauses, vernehmen. Vor allem interessiert uns da die Frage, warum die Kameraaufzeichnungen nicht gesichert werden konnten. Ich bin mal gespannt, was er dazu zu sagen hat, weil wir haben unsere Erkenntnisse. Irgendwie Altkleider. Ein Zettel. Geh zu dem Ort, wo alles mit Laura begann. Wenn du zu langsam bist, wird es dort heute enden. Das ist der Park, wo wir uns kennengelernt haben. Das wissen wir doch nicht. Okay. Wo wir uns damals kennengelernt haben. Hören Sie mir mal zu, bitte. Sie müssen jetzt tief luften und Sie müssen mit mir arbeiten, sonst dauert es noch länger. Ich möchte so schnell wie möglich dahin, wo alles begonnen hat. Können wir das zusammen machen? Ja, dann, okay. Dann gehen Sie jetzt diese vor Richtung darüber. Zeigen Sie, wo das ist. So, Herr Burgmann, Sie haben den ganzen Tag heute gearbeitet. Das ist korrekt, hier im City Parkhaus hier in Köln, genau. Wie sieht das dann aus, konkret, wenn Sie da arbeiten? Sind Sie nur im Büro, überwachen Sie Monitore oder gehen Sie auf Streife? Ja, in der Regel habe ich eine 8-Stunden-Schicht. Der Großteil, 2/3 des Tages, bin ich im Büro und schaue auf die Schirme und sehe zu, dass da alles korrekt läuft. Und dann gehe ich 2-mal am Tag eine große Runde und schaue nach, ob irgendwas vorgefallen ist, ob irgendwas rumliegt, was da nicht hingehört. Also das heißt, ein Großteil sind Sie im Büro, beobachten die Monitore. Es wird ja auch alles aufgezeichnet, ne? Korrekt, ganz okay, genau. Okay, okay. Wissen Sie, wir haben da ein Problem. Gerade zu dem Zeitpunkt der Straftat fehlt die Aufzeichnung. Ja, ich habe auch schon mit Ihren Kollegen heute im Laufe des Tages gesprochen, die vor Ort waren bei mir. Es gab eine technische Störung. Ich bin halt zum Sicherheitskasten gelaufen, ich weiß nicht, woran es lag, und habe es danach wieder gerichtet. Also ich kann mir nicht erklären, warum es einfach so passiert ist. Es sind einfach ein paar Sicherungen rausgeflogen. Sie sind dann ausgebildet dafür, dass Sie das so tun können? Ja, ich habe dafür eine Lehre gemacht. Okay. Ja. Also Sie müssen nicht ein Fremdunternehmen beauftragen? Nein, das habe ich in Eigenregie lösen können. Mhm. Ja, genau. Okay. Da ist man drin. Also Herr Burgmann, jetzt überlegen Sie bitte Ihre Aussage noch mal. Wir haben mit der Sicherheitszentrale gesprochen. Und diese Kameras, die können nicht einfach so aufhören aufzuzeichnen. Das funktioniert nicht. Die haben Notaggregat. Also das funktioniert nicht. Und die Erkenntnis, die wir auch noch haben, ist, dass wenn die gestoppt werden, diese Kameras, dass das sowohl manuell passieren muss, als auch vorsätzlich. David, was machst du hier? Das ist der Bruder meiner Frau. Ihr Schwager. Der Lieferwagen. Bleiben Sie, Herr Beck, bleiben Sie hier. Bleiben Sie stehen. Herr Beck, bleiben Sie hier. Bitte. Dann bin ich jetzt ehrlich zu Ihnen. David ist ein guter Kumpel von mir seit ein paar Jahren. Wir sind ziemlich gut befreundet. Er hatte mich letzte Tage angeschrieben, ob ich die Kameras einfach für ein paar Stunden ausmachen kann. Was sage ich, ein paar Minuten waren es ja im Grunde genommen nur. Und hat das mir erklärt, er wollte einfach nur einen Streich machen. Er wollte irgendwie Kurzvideos filmen und die Kameras sollten aus sein. Und ich habe das einfach auch überhaupt nicht weiter hinterfragt. Wir sind ziemlich dicke miteinander und ich habe es einfach nicht hinterfragt. Tja, und dann heute an dem heutigen Tag schreibt er mir eine WhatsApp, ich soll die Kameras ausmachen. Ein paar Minuten später mache ich die Kameras wieder an, so wie er es mir angeschrieben hatte. Und gut ist, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir persönlich nichts zu Schulden kommen lassen wollen. Wie heißt der David mit Nachnamen? Grünert. David Grünert heißt er. Grünert? Ja, wieso? Herr Beck, lassen Sie mich das machen. Gehen Sie weg. Okay, ich mach das. Gehen Sie weg jetzt. Gehen Sie weg. Gehen Sie zurück. Das ist dir gut, geht. Die Ehefrau ist verwundert über das Auftauchen der Polizei und wirkt erstaunlich gefasst. Die Beamten verlangen eine Erklärung und ermitteln Unglaubliches. Okay, Schatz, beruhig dich bitte. Also, eigentlich dachte ich, dass du mit dem Song als Hinweis und mit dem Park das verstehst, ohne die Polizei damit reinzuziehen, dass das ein Hinweis ist. Ich wollte unsere Ehe ein bisschen beleben. Du hast keine Zeit mehr für mich. Du bist nur noch am Arbeiten. Ich lasse Sie jetzt mal los hier, okay? Stehen Sie normal, aber bleiben Sie stehen. Ich war gefesselt in so einem Sack da hinten im Wald. Ich habe doch keine Polizei gerufen. Mir ist nichts passiert. Ich hatte Todesangst. Was sich die Frau Grünert Beck hier geleistet hat, ist, das ist kein Streich mehr. Ne? Also wenn das hier so ein Junggesellenabschied ist und da wird der Bräutigam entführt, dann ist das vielleicht eine Sache. Das ist nach 10 Sekunden wieder aufgeklärt. Hier wurden Einsatzkräfte gebunden. Hier ist eine Fahndung eingeleitet worden. Die Spurensicherung war mit im Boot. Und die
wollte hier schlicht und ergreifend ihrer Ehe ein bisschen Pep verleihen. Was am Ende dazu führt, dass wir hier alle vor Ort stehen und ganz ehrlich, wir schreiben es dick. Dann ist mir alles zu blöd. Wir schreiben dagegen. Dann auf jeden Fall. 20.000 Einsatzkräfte gebunden. Ich weiß nicht, was ihr euch dabei denkt. Doch gar nicht. Ja. Wie haben Sie denn ihn überwältigt? Das haben Sie doch nicht alleine gemacht. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich hatte Hilfe. Bist du mal leise jetzt. Freund. Ein guter Freund hat mir geholfen. So, wo ist der Freund jetzt? Das frage ich mich auch. Ja. So, den holen wir jetzt mal dazu und dann machen wir Sachklärung. Ich möchte, dass Sie sich mal mit dem Hintern auf die Pritsche hier setzen. Und dann einfach mal ein paar Minuten. Sie setzen sich mal dahin und einfach mal dahin. Bitte reden. Das können Sie gleich klären. Hört auf zu reden jetzt bitte. Wirklich. Ich weiß, dass das viel ist. Für mich war es auch viel. Mein Gott, Sie haben so reden. Das ist weit, weit drüber, als es sein darf, ne? Ja, okay. Ja, ja, Kinder. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er die Hinweise nicht versteht. Ja, aber es war das wird auf jeden Fall ein teurer Spaß, das sei. Sie haben ja ganz schön was veranlasst. Ich brauche mal ein zweites Einsatzmittel vor Ort, zwecks Aufnahme. Ich sollte den Helden spielen, was? Die Ehefrau und ihr Bruder werden wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Vortäuschens einer Straftat angezeigt. Der anfangs befragte Gärtner des Parks war ihr Komplize und wird ebenfalls belangt.